Also ich bin wirklich für ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Diese ganze Raserei, die geht gar nicht. Die beste Erfindung von den Ingenieuren in den letzten Jahren ist definitiv der OPF. Es gibt nichts Besseres. Ich finde, die neuen Fast and the Furious Teile sind ja viel, viel besser. Es ist viel mehr Action drin und es geht viel weniger um Autos. Das gefällt mir definitiv besser als die alten Teile. Boah, hast du gerade echt 3000 Euro für deine Felgen ausgegeben? Warum denn nicht Stahlfelgen mit Radkappen? Ist doch funktional und sieht trotzdem richtig gut aus. Also wer sein Gewindefahrwerk nach dem TÜV-Termin wieder runterschraubt um mehrere Zentimeter, der ist doch bescheuert. Sowas würde ich nie machen. Ich meine, es geht um die Sicherheit. Warum sollte ich mir eine Freundin suchen, die auch Autos mag? Ich finde es richtig gut, wenn meine Freundin mir verbietet, Autoteile zu kaufen, weil wir könnten ja vielleicht in Urlaub fahren mit dem Geld. Ultimate 102, das ist doch so ein Quatsch. E10, das ist das wahre Benzin. Nachts durch die Innenstädte fahren, posen mit unserem Auto, das ist genau das Ding der Tuner. Wir rasen durch die Innenstadt, fahren da Rennen. Ich glaube, zwischen Posern und Tunern ist gar kein Unterschied. Samstagabend findet man mich meistens im Club. Warum sollte ich in meiner Halle diese Zeit verbringen, wenn ich doch im Club mit Leuten feiern kann, ohne Autos? Mein Konto, das ist immer mega voll. Ich habe immer super viel Geld. Meine Autos kosten gar nicht so viel. So ein E36-Projekt. Locker, locker, das kostet nicht so viel. Bei Boost Company brauchen wir gar nicht so lange für unsere Autoprojekte. Wenn wir ein Auto kaufen, ist es meistens innerhalb von 2 oder 3 Monaten umgebaut. Wörthersee? Ist das vielleicht der Bruder von Buchstabensuppe? Habe ich noch nie gehört. Was geht da? Sind da immer mehrere Autos oder was? Warum sollte ich mir einen alten Schrotthaufen kaufen, um den wieder auf die Straße zu bringen? Warum sollte ich denn so viel Restaurationsarbeit da reinstecken, so viel Liebe, wenn ich doch einfach ein neues Auto kaufen kann und ich gar keine Arbeit mit Reparaturen habe? Ich interessiere mich sehr für das Wahlprogramm der Grünen. Gerade, dass sie die Steuer auf Benzin erhöhen, finde ich wirklich super, denn ich finde, unser Benzin ist gar nicht genug versteuert. Wir könnten doch noch viel mehr Steuern bezahlen für unser Benzin. Finde ich wirklich sehr, sehr lobenswert. Ich habe mir noch nie im Leben Felgen für 3000 Euro gekauft und habe sie dann nicht eingetragen, weil das 150 Euro kostet. Ich meine, wer denkt denn so? Ob ich mir eine große Halle mit einer Hebebühne wünsche? Nee, mein Wagenheber, der reicht mir vollkommen. An meinen Autos wird niemals gefuscht. Jedes Mal, wenn ich eine Reparatur anfange, bringe ich sie 100% auf den Punkt, genau nach Herstellervorgaben und was selber bauen oder so, das habe ich noch nie gemacht. Also ich stehe eher auf schlichte und unauffällige Autos. Wenn mich jeder angucken würde in der Stadt, das wäre ja gar nicht mein Ding. JP Performance? Jean-Pierre Krämer? Was willst du mir damit sagen? Ich kenne ihn nicht, Digga. Ich fahre zwar viele getunte Autos, aber wer ist das? Panzerband und Kabelbinder? Sowas würde ich nie verwenden. Ich finde, das gehört nur in Hinterhofwerkstätten. Das ist nur Fusch. Panzerband und Kabelbinder, damit kriegst du sowieso überhaupt nichts repariert. Durch das Tuning ist mein Auto nur besser geworden. Jegliche Veränderungen, die ich in meinem Leben bisher an Autos gemacht habe, haben das Auto verbessert, egal ob in der Optik oder in der Fahrleistung. Ein lautes Auto? Bist du dir sicher, dass du ein lautes Auto fahren möchtest? Ich meine, Serie hören sich die Autos doch schon wirklich gut an. Warum sollte ich mein Auto tiefer legen? Die Serienhöhe ist doch cool, sie ist sportlich und dieses ganze Aufsetzen und so, ich erspare mir das. So bleibt mein Auto heile. Meine Autos wasche ich höchstens einmal im Jahr. Ich meine, es wäre ja sonst auch Wasserverschwendung. Warum sollte ich meine Autos einmal in der Woche waschen? Das wäre doch Quatsch. Wer braucht schon teures Werkzeug, wenn ich das billige nehmen kann, was alle 2 Wochen kaputt geht? Wenn ich abends durch die Straßen fahre, freue ich mich immer mega, wenn ich ein Polizeiauto sehe. Da geht mir das Herz auf. Und manchmal machen die Jungs sogar Blaulicht für mich an und wollen sich mein Auto angucken. Das ist der beste Moment, den ich eigentlich an einem Tag haben kann. Meine Autos sind immer super nützlich. Auf so Kofferraumausbauten lege ich gar keinen Wert. Es muss viel in den Kofferraum reinpassen. Boost Buddies? Was soll das denn sein? Hört sich an wie eine Kindergartengruppe. Ich finde die Institution vom TÜV sehr, sehr gut. Alle 2 Jahre mein Auto vorführen für Sicherheit. Ich freue mich wochenlang auf diesen Termin, denn es gibt immer gute Gespräche und mein Auto kommt in der Regel sofort durch, ohne Probleme. Die ganzen Fotografen auf Autotreffen sind mir egal. Ich möchte gar keine guten Bilder von meinem Auto. Warum sollte ich deswegen mehrmals umparken oder mir die beste Stelle aussuchen, um zu parken und mein Auto dort abzulassen? So, Buddies, dieses Video ist schon vorbei. Es war mal ein bisschen was anderes. Ich bin ja eigentlich nicht so der Komiker, nicht so der lustige Typ, aber ich glaube, es ist trotzdem richtig gut geworden. Ich freue mich über ein bisschen Support von euch und wir sehen uns im nächsten Video am Mittwoch. Stay tuned, bis dann.